Mein Vater war Mediziner, Neuroradiologe und meine Mutter Kunsthistorikerin. Bestimmt. Wobei das jetzt nicht etwas ist, an das ich mich so gut erinnere. Ich erinnere mich deutlicher daran, dass wir abends immer noch gesungen haben. Die früheste Erinnerung ist tatsächlich eine Situation am Esstisch in meinem Elternhaus. Sitzen wir als Familie da und Gäste, unter anderem der Geiger Henry Meyer vom Lassalle-Quartett. Und ich frage ihn, warum hast du eigentlich eine Nummer auf dem Arm? Und höre bis heute das Schweigen nach dieser Frage. Schriftstellerin wollte ich werden, tatsächlich. Und dann wollte ich Philosophie und Biologie studieren, aber da war ich schon ein bisschen älter. Ach, möglichst weitgehend ohne mich, dass sie heiter aufwachsen und mich nicht brauchen und sich dafür freuen, wenn sie mich gelegentlich sehen. Ja, meine Großmutter fand immer, dass man Regenschirme nicht im Haus aufspannt. Und vor allem, wenn man Salz verschüttet, dann streitet man sich. Und da ich Streit so schrecklich finde, mache ich dann immer, was sie geraten hat, nämlich 3 Prisen über die Schulter werfen. Und dann ist der böse Zauber wieder gebannt. Ich schreibe jedenfalls mehr, als ich lese, was ich keinen wirklich guten Zustand finde. Das hängt auch mit den Kindern zusammen. Ja, Freiheit ist vor allem wichtig, weil ich nicht meinerseits bedürftig sein möchte und nicht von ihnen abhängen. Das heißt, für mich ist es sehr wichtig, genug Sachen zu haben, die meine Basis sind. Und das ist, glaube ich, die Möglichkeit, sich dann tatsächlich auch aneinander zu freuen, wenn man sich nicht gerade streitet, aber dass man sein Glück nicht bei anderen Menschen suchen muss, sondern zuweilen findet, ohne sie damit zu belasten und zu belämmern. Dauernd, ja, aber nicht immer. Das frage ich mich auch. Meistens weiß ich es nicht. Keine wiederkehrenden Träume, aber Träume, wie jeder wahrscheinlich, an die ich mich über Jahre hinweg sehr stark erinnere. Vor allem Träume mit Tieren. Das sind oft die eindrücklichsten Träume. Wird besser, freundlich. Ich gucke denen gerne zu. Ich finde, sie reagieren auf Höflichkeit. Tiere haben auch ein deutliches Gespür dafür, dass man sich ihnen gegenüber höflich benimmt. Ich versuche das zu vermeiden, nach Sicherheit zu streben, weil mir das so uferlos scheint. Deswegen tue ich das dann eine Weile mit Fleiß und dann höre ich ganz schnell wieder auf. Heiter, glaube ich, werde aufstehen und erst in den Garten gehen und den Kindern Kakao machen und mich vermutlich einfach auf den Tag freuen. Ferien.